Dazu kommt auch noch, das waren jetzt so quasi so ein bisschen die Inhaltsstoffe chemisch, ja. Wir haben aber auch natürlich bakteriologisch Stoffe, die interessant sind. Die Wasserversorger, die monitoren quasi hauptsächlich Fäkalienkeime, auch als Indikatoren speziell. Ist auch soweit richtig. Allerdings haben wir im Wasser selber ganz viele andere Bakterien auch noch, die als sogenannte harmlose Bakterien bezeichnet werden. Dass die erstmal tendenziell harmlos sind, ist so. Wir kommen aber gleich drauf, wo dann sich oftmal die Schwierigkeiten verstecken oder eben in der Regel. Erstmal zum Überblick. Die Universität Lund in Schweden, die hat pro einem Glas Leitungswasser 10 Millionen Mikroben feststellen können. Und das ist jetzt so. Schweden gilt als eines der Länder mit einer noch besseren Trinkwasserqualität als Deutschland. Und auch zu dem Satz vorhin, dass wir so ein gutes Trinkwasser haben. Das ist unsere Meinung in Deutschland. Im internationalen Vergleich sind wir, glaube ich, im unteren Mittelfeld. Also diese Spitzenposition, die wir uns selber geben, die haben wir gar nicht mal unbedingt. Genau, und diese Mikroben, von denen ich gerade gesprochen habe, die sind ganz normal erstmal. In jeder Wasserleitung ist ein Biofilm, der diese Rohre auskleidet, komplett, also von Anfang bis Ende, bis zum Ende des Wasserhahns. Da haben wir eine Vielzahl an Insekten, Bakterien und anderen Wirbellosen, wo wir wirklich auch bis zu 10.000 verschiedene Mikrobenarten haben. Ist erstmal noch nichts so Schlimmes, weil wir sind komplett umgeben von Bakterien. Auf unserer Haut sind ja auch unzählige Bakterien. Unser Darm besteht aus 3 Kilogramm reinem Mikrobiom. Aber dafür gibt es keine Grenzwerte. Und das Problem daran ist, dass eben unter diesen Bakterien und Wirbellosen auch einige Parasiten, also nicht einige, sondern sehr viele Parasiten drin sind. Eine bundesweite Studie des Instituts für medizinische Parasitologie in Bonn hat 93 schon in allen untersuchten Trinkwässern dieser Studie Parasiten identifizieren können. Das muss man sich mal vor Augen führen. Das heißt, in jeder Probe, die sie genommen haben, konnten sie Parasiteneier finden. Und das ist das Stadium, wo es dann quasi erst losgeht, für Würmer und Einzeller. Und wir haben dann quasi, wir können eigentlich die kilometerlangen Rohrsysteme als Brutkästen sehen. Wir haben verschiedene Temperaturstadien und natürlich da, wo es dann mal wärmer ist, fühlen die sich noch wohler und können dann weiterziehen zum nächsten Punkt. Aber aus dem beziehen wir unser Grundnahrungsmittel. Und dann ist es selbstverständlich, dass wenn wir den Körper damit versorgen, dass das den Körper überfordert und zu einem Befall kommt. Es ist ja auch bekannt, dass eben die Bevölkerung eigentlich komplett verwurmt ist. Das ist soweit bekannt, sobald man sich ein bisschen damit beschäftigt. Am Ende der Leitungen, also am Wasserhahn, sind tatsächlich verschiedene Parasiteneier nachweisbar, die sogar angezüchtet werden können. Also ich könnte aus jedem Wasserhahn quasi eine Probe nehmen, und daraus tatsächlich wieder Lebewesen hervorziehen. Das können wir tatsächlich nur verhindern, wenn wir eine sehr, sehr gründliche und hochwertige Filtration verwenden. Anders kommen wir dem gar nicht bei, weil das System nicht darauf ausgelegt ist. Okay. Also, das war jetzt ja alles auf das Leitungswasser bezogen, was du gesagt hast, ne? Genau. Weißt du, ob es da auch bei jetzt Wasser, was man kaufen kann, ob es da auch teilweise Belastungen geben kann oder ob es sich das hauptsächlich auf das Leitungswasser bezieht? Da ist zum Beispiel so, da sind teilweise noch strengere Auflagen als für das Leitungswasser, allerdings nur für den Zeitpunkt der Abfüllung. Das heißt, dann, wenn das Wasser in die Flasche kommt und der Deckel drauf kommt, habe ich ganz strenge Auflagen. Aber was dann in 4 bis 6 Monaten ist, wenn das mal auf die Reise gegangen ist und eine Woche auf der Palette oder einen Monat auf der Palette steht und dann zum Händler kommt, bis es dann beim Kunden nochmal 4 bis 8 Wochen steht, das ist nicht abgedeckt.
kann der Abfüller auch erstmal nicht, aber muss man überlegen, will ich das? Zumal ich ja trotzdem immer noch die leblose Wasserqualität habe, die aus dem Leitungswasser kommt, weil in der Regel sind abgefüllte Wässer nichts anderes als regionale Quellen, die oder wenn es Quellen sind, oder eben Leitungswasser, was abgefüllt wird. Vielleicht zum Leitungswasser gerade noch ein Punkt. Es gibt eben das Problem, dass wir von den Kliniken in den Städten Abwässer haben, in denen sich resistente Keime eben befinden. Man kennt ja das Problem. Und diese Keime, die landen dann auch in den Kläranlagen. Und die Kläranlagen, die fungieren dann quasi wie Umsteigebahnhöfe, wo dann die Information der resistenten Bakterien, Keime weitergegeben wird an eigentlich harmlose Bakterien. Und dann plötzlich diese Bakterien, diese Resistenzinformationen, also Geninformationen, werden dann im menschlichen Biom teilweise wiedergefunden. Mhm. Und das ist dann schon eine größere Problematik, dass es eben über diesen Weg, übers Wasser, vom Abwasser, übers Trinkwasser dann wiederum Eingang in den Menschen findet. Ja, es geht sogar so weit, dass der Professor Dr. Franz Daschner von der Uniklinik Freiburg Kläranlagen, die ja eigentlich die Aufgabe haben, das zu reinigen und gerade solche Problematiken zu beheben. Er bezeichnet Kläranlagen als Umsteigebahnhöfe für Resistenzgene, ja, wo man wirklich sagen muss, solche harmlose Bakterien, wie ich es vorhin genannt habe, die überhaupt keinen Kontakt zu Antibiotika hatten, tragen plötzlich die Information für Resistenzen. Das kriege ich übers Trinkwasser mit. Und wenn ich dann wirklich mal erkrankt bin und eine Antibiotikatherapie, Antibiotikumtherapie nötig werden würde, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich eine Resistenz aufweise. Und tatsächlich ist das ein modernes Problem, dass wir zum einen Krankenhauskeime, die immer resistenter werden durch den hohen Desinfektionsmitteleinsatz, aber eben auch in der Bevölkerung, die jetzt nicht alle sich die Dinge aus dem Krankenhaus holen, immer mehr Resistenzen aufweisen. Okay. Ja, sehr interessantes Thema, auch mit den Krankenhauskeimen, die du gerade angesprochen hast. Da hatte ich auch im Interview den Dr. Joachim Mutter, ich weiß, dass er auch mit dem Herrn Daschner zusammengearbeitet hat. Ich glaube auch sogar in Freiburg, in der Klinik, und die hatten da auch große Probleme. Er hat gesagt, bei ihnen war das Problem, dass eine Amöbenbelastung war und in den Amöben drin waren. Ich will jetzt nicht Falsches sagen, aber ich glaube, Legionellen waren. Tatsächlich, das ist ein bekanntes Problem, dass die Legionellen gar nicht isoliert auftreten, weil das können sie ja durchaus auch, sondern die nisten sich ein in Amöben eben. Und die Amöben selber, die können sich ganz gut verpuppen in ein sehr solides Zystenstadium und dann teilweise Wochen, Monate überdauern. Und wenn ich dann mal das Problem habe, also Legionellen vermehren sich eigentlich in einem warmen Stagnationswasser, also ab 20 Grad aufwärts bis 50 Grad ist ideal für die. Mhm. Wenn es drunter ist, dann überleben die eben sehr häufig in solchen Zystenstadien von Wirten, von Bakterienwirten. Das heißt, ich habe das im ganzen System verteilt im Prinzip. Und wenn dann mal sowas ist, und es ist eben vornehmlich sind es die Haushalte, wo ich dann eine Heizung habe und dann wird frühes warmes Wasser entnommen. Das kühlt über den Tag ab und dann habe ich hier die ideale Temperatur, ideale Umstände, dass sich sowas ausbildet, weil ich die Grundbelastung überall im System habe. Ja, und das Problem ist, dass innerhalb dieser Amöben eben die Legionellen dann auch schwerste Maßnahmen der Desinfektion locker überdauern. Das heißt, die kriegt man dann gar nicht mehr so einfach los. Ja, also könnte man quasi bis hierhin jetzt zusammenfassen, dass der Zustand des Trinkwassers oder des Leitungswassers auf jeden Fall alles andere als optimal ist. Auch in Bezug auf die Parasitenproblematik haben wir einmal eine direkte Belastung durch Parasiten oder, sage ich mal, pathogene Erreger oder resistente Keime. Plus, ich habe indirekte Belastungen in dem Sinne, dass Stoffe im Wasser enthalten sind, die die Parasitenproblematik in uns noch sozusagen dazu beitragen können oder das Ganze verschlimmern können, zum Beispiel toxische Schwermetalle, zum Beispiel Medikamenten, Rückstände, Hormonrückstände, dann die ganzen Rückstände aus der Landwirtschaft, aus der Gülle, 300
Milliarden Liter jährlich weltweit werden ausgebracht. Ich habe noch eine andere Zahl, von 2009. Nur aus den USA wurden 15 Millionen Tonnen Antibiotika allein in der Massentierhaltung eingesetzt. Also diese Sachen haben wir auch alle im Wasser drin, auch wenn es nur in Spuren sind. Aber das sind so Zahlen, da hat man kein Größenverhältnis mehr dazu. Ne? Ja. Das hört man so, aha, ja, klingt nach viel. Wenn man jetzt das in Volumen, in Würfeln von einem Meter aufreihen würde, dann sind das wahrscheinlich ganze Häuserblocks, die da jedes Jahr verteilt werden und ausgebracht. Also beim Antibiotika habe ich sogar noch eine Vergleichszahl. Ich glaube, aus den 30er oder 20er Jahren wurden in den USA knapp 30 Kilo Penicillin genutzt. Und 2009 waren es dann halt 15 Millionen Tonnen in der Massentierhaltung. So, ja. Also zu der Entwicklung. Okay, also wir haben quasi eine direkte und indirekte Belastung. Und jetzt wollt ihr uns ja erklären, ja, was es für Lösungen gibt, beziehungsweise auch wie da strukturiertes Wasser bei der Problematik weiterhelfen kann.